Hallöchen, meine Freunde. Herzlich willkommen zurück zu White Day hier auf der PS4. Ja, wir hängen im Neubau ein bisschen fest. Ich weiß nicht genau, wo ich hin soll. Ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Ich weiß, ich brauche einen Schlüssel. Aber um an den Schlüssel ranzukommen, muss ich irgendwas anderes machen. Oh. Lichtstrom. Warte mal. Hä? Licht. Strom? Alarmanlage. Ah. Licht. Steht unter Hochspannung, darf es nicht berühren. Okay. Jetzt mal dahin. Was bedeutet Strom? Alarmanlage? Das ergibt für mich noch relativ keinen Sinn. Ich muss mir nochmal die Notizen durchgucken. Oh, Notizen. Nee. Schulunterlagen. Hinweis zum Neubau. Da, in der Haupthalle. Unter der mittleren Brücke. Ah, die Lampeninstallation in der Haupthalle und der mittleren Brücke. Wurde über die Winter. Allerdings hat das Bauunternehmen sehr schlechte Arbeit geleistet. Ich bin das eines Kurzschlusses. Die Reparatur sind für den Zeitraum der Sommerferien geplant. Bitte lesen Sie sich. So, stellen Sie sicher, dass alle Schüler Problemlösung. Wenn der Stromschalter im Schaltraum ausgeschaltet wird, während die Beleuchtung bestimmter Klassenzimmer angeschaltet ist, kann es zu Schäden an der Beleuchtung kommen. So. Okay, ich muss mir das mal aufschreiben. Also, Klassenzimmer. Klassenzimmer der 12. Klasse. 1, 5, 8, 10 und 12. Diese Lichter müssen wir einschalten. So, sollte die Beleuchtung dieser Klassenzimmer wiederholt ausfallen, sollten sie in folgender Reihenfolge eingeschaltet werden. 1, 5, 8, 10, also der Reihe nach. Es wurde gemeldet, dass die Beleuchtung dieses Klassenzimmers automatisch durch das Licht in den vorherigen Zimmern ausgeschaltet wird. Okay, gut. Okay, gut. Das heißt, ich muss die der Reihe nach anschalten. So, jetzt gucken wir mal auf die Karte. Da haben wir die 12, da komme ich ja nicht rein. Ja, da haben wir die 1. Also, im zweiten Stock fängt es an. 1, 5. 8 ist hier oben, da komme ich nicht hin. 10 und 12 sind auch hier. Das heißt, ich kann das noch nicht machen. Mir fehlt noch die rote Schlüsselkarte dafür. Ich glaube, solange ich die habe, kann ich da nichts machen. Okay. Gut, das heißt, wir müssen uns was anderes überlegen, weil wir müssen einen Kurzschluss auslösen. Wir müssen einen Kurzschluss auslösen, um die Lampen hier kaputt zu schießen, wahrscheinlich damit der Schlüssel runterfällt. Wenn ich das mal so richtig mir überlegt habe. Die komische... Okay, also an die gehe ich definitiv nicht ran. Aber echt überall. Was für ein Klassenzimmer ist denn das? Die 10. Ja, sie ist genau... Halt, Moment, ich kann da rein. 10, 12. Und dann noch... Oh, ich kann die Lichter anschalten. Aber sie ist da drin. Da ist noch ein Zettel. Orientwissenschaften. Die Theorie der 5 Elemente. Mhm. Ja, okay. Die 5 Elemente.
gibt, eine übereifrige Analyse der fünf Elemente zugrunde liegt. Man sollte sich immer bewusst sein, dass dieser Zyklus den wichtigsten Aspekt in der Theorie der fünf Elemente darstellt. Orientalische Lehre zum Beispiel bedeutet, das natürliche Ordnung des Universums zu folgen und Körper wie Geist reinzuhalten. Da in dem Zettel ging es gerade darum, dass die fünf Elemente quasi immer in Einklang und Harmonie sind. Und auch der Tod gehört quasi zu diesem Zyklus. Aber die Theorie besagt, dass wenn man den Zyklus umkehrt, Tote wiederbeleben könnte. Was allerdings natürlich sehr riskant ist. Ich muss mir überlegen, wie ich die alle da drin löse. Yeah. Natürlich, jetzt kommt Mr. Dumpfbacke wieder angeschissen. Mann, wie werde ich die denn los? Wie werde ich ihn los? An. Ich muss nochmal auf die Karte gucken. Zimmer 1 ist noch eine Etage tiefer. Okay, er ist da unten, glaube ich, noch beschäftigt. Ja, er ist da unten jetzt so ein bisschen beschäftigt. So, das ist Zimmer 3. Ah, scheiße. Ich döle. Sorry. Okay, ich will mal gucken, ob ich zumindest irgendwie das Licht schon mal in der 1... Scheiße. Ja klar. Er leuchtet mir gerade mit seiner Taschenlampe direkt in die Fresse, sieht mich auch nicht. Und was sind das bitte schön für Hausmeister? Was sind das bitte schön für komische Hausmeister? Lauf rum mit Taschenlampe und Baseballschläger. Solche Hausmeister hatten wir damals nicht. So, jetzt trinke ich aber nochmal einen Schluck. Ich muss jetzt eh warten. Warte, und der Mond scheint. Der Kerl ist weg. In welchem Klassenzimmer bin ich jetzt? In der 3. So, ich brauche die 1, die 5. Die 1 ist hier, die 5 ist auf der anderen Seite. Halt! Verschwörerische Notiz. Als ich ins Büro des Vorsitzenden ging, sah ich einen Tresor. Das Passwort besteht aus Zahlen, Symbolen und Bildern. So etwas habe ich in der Schule schon einmal gesehen. Wie dem auch sei, wer einen Tresor besitzt, der bewahrt auch Geheimnisse. Wir sollten am Montag darüber reden. Natürlich interessant. So. Interessant ist auch, dass ich hier eigentlich schon wieder drin gewesen bin und jetzt wieder trotzdem wieder verkackt habe. Ach, verdammt! Okay, er weiß, dass ich hier bin. Ich guck grad mal, also... Okay, ein Zimmer weiter. Da müssen wir das Licht anmachen. Warte mal. 1, 5, 8, 10 und 12.
Das ist gar nicht so einfach, wenn einem die ganze Zeit dieser Penner an den Haken hängt. Eins, acht. Wisst ihr, was mir noch auffällt? Das hier ist der einzigste weiße Tisch. Das ist der einzigste weiße Tisch. Vielleicht hat es irgendwas mit ihrem Yin und Yang Kram zu tun, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich muss unbedingt... Wo ist der Kerl? Ah, na Glück haben sie da reingegangen. So, ist das die 5? Das ist die 5. Hier sind nur weiße Tische. Oh shit. Ah! Bring mich nicht um. Ich werde langsam gut im Ausweichen. Ich bin nicht hier. Ich bin nur in deiner Einbildung da. So ist gut, dreh dich herum. Ich muss gucken, dass die Lichter trotzdem noch überall an sind, ansonsten versaut er mir meinen ganzen Scheiß. Okay, hier waren wir aber auch schon drin. Okay, er ist da drüben. Jetzt muss ich aber gerade mal was gucken auf die Karte. Okay, in der 1 brennt noch das Licht. In der Dings brennt noch das Licht. 3, jetzt brauchen wir die 8. So, die 8. Wenn ich mich beeile, die 8. Hoch, rüber, Mitte. 8, 10 ist an der Ecke. 11 und 12. Ne, 11 und 12. Okay, also direkt über ihm da rein. Die 8. Ich muss mich beeilen, bevor... Ja, das hier ist die 8. Die 8, die 10. Das funktioniert... Ah! Scheiße, scheiße, ja, sehr gut, lass mich rauf. Oh Gott, mein Herz. Was für eine miese Drecksau-Elendige. Wo kommt die Alte denn jetzt her? Scheiße, ist wieder was schief gegangen? Ja, der Sack hat das Licht in der 1 wieder ausgeschaltet. Deswegen. Deswegen ist das passiert. Ich
muss die Türen da wieder ausschalten. Ist jetzt das Licht eigentlich? Warte mal. 1, 5. Und die 8. Die 8. Das Licht in der 8 ist auch wieder aus. Ja. Das ist, wie sie es gesagt haben. Da unten sind auch eine Menge gelbe Türen, die ich noch gar nicht aufgemacht habe. Wo ich eigentlich mal reingehen könnte. Aber der Typi da verhindert das ja immer wieder. Sag jetzt nicht, der Sack. Oh shit, der kommt hoch. Wenn er jetzt hier seine blöde Runde läuft. Ja. Ach Mist. Wenn er jetzt hier seine Runde läuft, dann habe ich gar keine Chance. Ich hätte die Türen zumachen sollen. Ja, lol, ich komme von hier aus nicht mehr runter. Ich komme... Es gibt nur einen Weg runter. Ich meine, wie unfair ist das denn? Oh, Scheiße. Ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob es funktionieren wird, aber ich habe eine Idee. Ich muss ihn so loswerden. Oh, scheiße, das war falsch. Ah, nicht schlagen. Ich muss ihn so loswerden. Verdammt! Ja, erst... Ja. Ah, Mist, wie werde ich den jetzt los? Ich... Oh, der wird so penetrant, das sage ich euch. So. Wie gesagt, ich muss ihn jetzt so loswerden, dass er rüber in das andere Gebäude geht. Dann muss ich das schnell durchziehen, von unten nach oben. Wenn er in dem anderen Gebäude ist, also was heißt anderen Gebäude, wenn er in den anderen Räumen sich dort ein abläuft, könnte das meine Chance sein. Das heißt, er müsste dort entlang und darüber. Wo bin ich jetzt eigentlich? Ich bin in der 1, genau da, wo es anfangen muss. Ich muss mir mal genau merken, wo die Dinger sind. 1, dann rüber. Die Mitte, nach oben. Nach oben, auf die andere Seite. Mitte. Und dann noch die 10 und die 12. Und dann dürfte es geschafft sein. So, ich probiere es jetzt einfach. Okay. So, das heißt die 1. Oh, er hat die Tür gesehen. Ja, er hat die Tür gesehen. Jetzt aber langsam albern. Was? Wie will er mich denn jetzt gesehen haben? Wenn ich das gewusst hätte, hätte mir damals die Schwierigkeitsgrad echt auf leicht stellen sollen.
klar, mal so nebenbei, weißt du, der läuft vorbei so. Hm? Okay, gut. Komm schon, verpiss dich. Okay, er geht nach oben. So. Er geht nach oben. Oh, ausgerechnet geht er nach oben. Gut. Wir machen in der 1 das Licht an. Ich weiß gerade, ich sehe ihn da oben links, ist er da. So, die 4 ist uns relativ egal. Können wir auflassen. Ich brauche die 5. Oder? Ja. 1, 5. So, gehen wir zur 5. Ja, klar! Gut, dann ziehe ich es eben so durch. 1, 5. 8. 1, 5, 8. Was kann man jetzt? 10. 10 ist hier. Und die 12 ist ganz hier hinten. Jetzt habe ich ein Problem. Ja. Jetzt habe ich wirklich ein Problem. Scheiße. Achso, ich muss ja noch irgendwas machen, ne? Aber, verdammt, ich weiß noch nicht, was ich da in dem Kasten machen soll. Ich muss den jetzt irgendwie so loswerden, dass er mir nicht die Lichter überall wieder ausmacht. Jetzt muss gerade mal passt. Ich muss ihn eine Etage runterlocken. Und wo werde ich ihn los? Am besten. Hier. Scheiße, hier werde ich ihn nicht los. Ah! Wir sind noch eine Etage tiefer. Ach scheiße, ich bin... Mann, dem sein Taschenlampenlicht ist echt irritierend teilweise. Ich hasse den Kerl. Okay. Aber wir wissen jetzt, alle Lichter sind an. Ich muss mir aber dann nochmal durchlesen, was wir jetzt machen sollen. Okay, warte, nee. Schatzsuche. Kunstmaterialien. Nee. Reparatur. Kassettenrekorder, Hinweis Neubau. So. Ein Kurzschluss. Wenn der Stromschalter im Schaltraum angeschaltet. Stromschalter im Schaltraum. Strom. Strom müssen wir einschalten. Okay. Kann der auch mal gehen?
blöde Sack. Okay, er ist da drin. Ja, klar. Ey. Natürlich. Mann, ich hasse ihn. Fuck, ich zieh das jetzt durch. Ja. Aber Strom. Wo ist denn überhaupt der Stromraum? Bibliothek, Lesezimmer. Schaltraum. Oh, Kacke. Ganz unten. Er wird uns gleich sehen. Echt jetzt? Aua, du Drecksack. Jetzt hoffe ich nur, weil ich da jetzt das Licht halt. Ne, die Lichter sind noch an. Naja, pfeift dir doch selber ein. Okay, ich muss mir was überlegen. Ich muss ihn loswerden und ich muss gleichzeitig gucken, dass die Lichter hier anbleiben. Ich habe da auch eine Idee. Oh Scheiße, wir kriegen gleich wieder Besuch. Mist, ich habe nichts mehr zum Heilen. So, ich bewege mich jetzt mal nach unten. Denn ganz unten ist der Schaltraum. Und ich habe alles soweit vorbereitet. Dass wir jetzt rein von der Theorie her. Ah, mein Fernseher schaltet sich bald aus. Dass ich jetzt rein von der Theorie her eine blaue Sicherheitskarte brauche. Ich krieg einen Anfall. Ich krieg einen Anfall. Das gibt es nicht. Ja, natürlich kommt er jetzt wieder angeschissen. Ja, weißt du was? Fick dich doch, Mann. Boah, du mieser Drecksack, du gehst mir so auf die Eier. Kann man nur so scheiße penetrant sein.
mach das Licht an. Da sitzt ein Mädchen. Noch so ein Ding. Ich hab nichts gesehen. Tanzstudio, ja. Oh nein. Er kann die rote Schlüsselkarte im Spiel. Überhaupt nicht gruselig. Hören wir uns mal die CD des Lehrers an, ne? Platon이래 서양 철학에서 이성이란 다른 동물과 구분되는 인간의 고유능력으로 규정되었다. 계몽주의 이후에도 이성적 사고는 인간의 지식을 개선하고 더 나은 결정을 내리게 하는 수단으로 여겨졌다. 하지만 논쟁론자들은 이런 고전적 해석에 대부분 나섰다. Ja klar, wieso hab ich nicht sowas drauf? Au, fick dich, Kenner. Ich muss 2 Minuten überleben. Au. Scheiße. Okay, das kriege ich aber noch hin. Hey, 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 hey. Erinnert mich gerade so ein bisschen an. Fuck, ich habe wieder nicht aufgepasst. Sterben will gelernt sein. Jetzt wird's langsam echt freaky. Erst die komische Olle in dem anderen Zimmer, dann die, wo von der Decke hängt. Was ist denn hier los? Muss ich jetzt gleich nochmal gegen ihn kämpfen? Okay, wisst ihr was? Ich mache hier erstmal kurz Pause und wir sehen uns gleich wieder. Also beziehungsweise wir sehen uns dann im nächsten Part. Also, Boss-Battle-Zeit. Macht's gut, bis dahin, ciao.